Wildblume. Nein, über die zukünftigen Jahreszahlen und die Dämonie, die 2040 in der Welt immer mehr zunimmt. Bitte schaut immer, aus welcher Quelle ihr solche Informationen bekommt. Ich kann immer nur wieder sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, solche esoterischen Botschaften sauber zu verstehen, können wir sie vergessen, weil wenn du nichts prüfen kannst, ist es für dich wertlos. Das Wichtige ist, alle Themen aus der esoterischen oder aus welcher Welt auch immer, wenn du nicht in der Lage bist, sie für dich zu überprüfen, wenn du da keinen Weg siehst, dann sind sie unbrauchbar. Du hast Vorstellungen, wir sagen ja auch Verschwörungstheorien, irgendwelche Theorien, die überall herkommen im Kopf und die Frage, oder besser im Geist, sage ich, muss ich mich selber korrigieren. Und die Frage ist, was hast du davon? Es belastet. Ja, all die Geschichten, die Leute bei QAnon haben und all diese Dinge, die niemand überprüfen kann. Was machen die mit deinem Geist? Fragt euch immer, was macht das mit mir in einem Geist, wenn ich die Dinge nicht überprüfen kann? Und dann könnt ihr euch immer die Frage stellen, welche Geister stehen hier dahinter, die uns solche Informationen schicken? Was ist deren Motiv? Rudolf Steiner ist da sehr deutlich, sehr, sehr klar, sehr klar. Völlig klar. Ein Geistesforscher gibt nichts an die Öffentlichkeit, was der Mensch nicht mit seinem gesunden Menschenverstand überprüfen kann. Das ist die Forderung eines Eingeweihten an sich selbst. Und da gibt es geistige Gesetze und geistige Regeln. Und die wirklichen Eingeweihten halten sich daran. Die geben das nach außen, das sie selbst überprüft haben und von dem sie wissen, dass wir die mit einem Grundstudium verstehen können. Die würden niemals Botschaften uns geben wie solche Botschaften. Das macht ein Eingeweihter nicht. Und das ist eine Grundregel. Prüft das nach, ihr müsst mir gar nichts glauben. Das ist das, was Rudolf Steiner sehr deutlich sagt. Wenn du aber einmal Wissenschaftler warst oder bist und wirklich wissenschaftlich gearbeitet hast, dann ist das etwas Normales. Du gibst das nach außen, was du wissenschaftlich überprüft hast. Und sagst dann, das habe ich überprüft und wie habe ich es überprüft und dann gibst du es nach außen. Und du gibst es denjenigen, die das dann überprüfen können. Das ist normal in der Wissenschaft. Leider in der Esoterik, im ganzen Channeling-Bereich ist das eben nicht der Fall. Und wenn das sauber ist, dann könnt ihr das auch überprüfen. Und deshalb halte ich von diesen Dingen auch mit Dämonie und Jahreszahlen und 2040 ganz ehrlich, ich halte gar nichts davon, weil ich das nicht beurteilen kann, weil ich gar nicht weiß, welche Quelle, wie sauber sie ist und so weiter. Also nutzt doch bitte das, was wir anbieten von der Anthroposophie, von der Geisteswissenschaft, dass ihr euch wirklich wissenschaftlich schult. Und wissenschaftlich heißt klares Denken. Macht diesen Erkenntnislehrgang geistreich denken. Macht das einmal, lernt sauber zu denken. Ihr könnt euch alle die viel Probleme im Leben sparen, weil ihr dann viel schneller bewerten könnt und sagen könnt, brauche ich nichts. Das ist wirklich eine unglaublich wertvolle Hilfe. Gedanken werden zu realen Wesen. Diese treffe ich auf der anderen Seite der Schwelle. Wenn ich 50 Jahre negative Gedanken hatte und dann dank Geisteswissenschaft positive, werde ich dann trotzdem mit den negativen Gedanken konfrontiert. Das ist eine sehr schöne, spannende Frage. Werde ich dann trotzdem damit konfrontiert? Ich persönlich sehe das so. Weil wir müssen mal aufpassen mit negativen und positiven Gedanken. Also seid vorsichtig mit dieser Bewertung und immer auch schauen, welche Gedanken das sind. Aber grundsätzlich scheint es für mich das Prinzip zu sein, dass wir alles erlösen müssen, was wir in die Welt gebracht haben. Konfrontiert zu werden heißt, ja, wir werden damit konfrontiert, damit wir sie verwandeln. Es sei denn, es hat vielleicht schon aus gnädiger Sicht bereits jemand anders für uns getan, dass höhere geistige Hierarchien bestimmte Gedankenformen vielleicht schon kosmisch für uns entsorgen, weil wir das nicht unbedingt tun müssen. Aber ansonsten sage ich immer, leider müssen wir oder zum Glück müssen wir das, was wir verursacht haben, auch selber wieder aufräumen, die Scherben. Aber das macht nichts, weil diese negativen Gedanken, wenn wir wieder damit konfrontiert werden, sind ja unsere Herausforderungen für den Plan, für unser Leben. Also das ist nichts, wovor wir irgendwie Sorge haben sollten, aus meiner Sicht. Ne?
Ja, liebe Claudia, glaubst du, dass sich höhere Kräfte einschalten, wenn der Weltenplan zu scheitern droht? Kann der Weltenplan überhaupt scheitern? Die Frage, glaube ich, habe ich schon öfters immer wieder behandelt. Der Weltenplan kann scheitern, ja. Nur die Frage ist, scheitert er für den einzelnen Menschen oder scheitert er als Ganzes? Wer von uns will festlegen, wann der Plan als Ganzes gescheitert ist? Ja, heißt es, dass genügend Menschen sozusagen die Weiterentwicklung voranbringen, weil scheitern, wenn wir den Weltenplan uns anschauen, okay, ja, ich sehe es, dann seht ihr das, was entscheidend ist, der Jupiter, das heißt die nächste Inkarnation der Erde. Das ist sozusagen das, der Jupiter muss entstehen. Wenn er nicht entstehen würde, dann würde der Weltenplan scheitern. Die Frage ist, wie viele Menschen braucht es, den Jupiter zu erschaffen? Denn wir bauen dort mit und das könnte für mich etwas sein, dass der Weltenplan scheitert. Und eingreifen höhere Wesen, sie dürfen aus meiner Sicht, meine persönliche Sichtweise aus der Anthroposophie ist, höhere Wesenheiten dürfen nicht eingreifen in unsere Freiheit. Sie können uns anstupsen, sie können uns inspirieren, die haben schon Möglichkeiten, aber es sind wir freie Menschen, die entscheiden, ob wir unsere Freiheit wirklich verwirklichen und die Liebe verwirklichen. Und wenn genügend Menschen die Liebe verwirklichen, dann wird der Weltenplan nicht scheitern, weil den Weltenplan erfüllen heißt ganz eindeutig, aus der Erde einen Planeten der Liebe zu machen, der dann als Jupiter ganz selbstverständlich die Liebe in sich trägt. Das ist der Weltenplan. Und wir sind jetzt gerade in der Zeit in 2020, wo wir alle aufgerufen werden zur Liebe. Also solange wir so heftige Krisen haben, die uns aufwecken, denke ich mal, dass der Weltenplan nicht scheitern wird. Ja, das klingt für euch vielleicht ein bisschen jetzt makaber oder ironisch, aber ich meine das ganz ernst. Diese sogenannte Corona-Krise, die rüttelt uns jetzt ganz schön durch und wir sind alle gefordert, wir sind richtig gefordert, in die Liebe zu gehen. Nicht in die Verurteilung, nicht ins Verdammen, das ist schwer genug, ja. Nicht über wen auch immer zu schimpfen, sondern zu schauen, okay, zu was ruft es mich auf? Es kann uns ja nur zur Liebe aufrufen und das ist dann das nächste Thema, ne? Dass ihr euch damit auseinandersetzt vielleicht. Es wird jetzt in einem Monat wird mein Buch Hauptsache Liebe wieder neu erscheinen. Wir geben es gerade im eigenen Verlag heraus, Hauptsache Liebe. Und es gibt ja auch dazu entsprechend ein Lehrheft auch über die Liebe. Das heißt, setzt euch einmal damit auseinander und wenn ihr euch das anschaut, dann bekommt ihr ja eine klare Erkenntnis, hoffentlich, was Liebe ist. Wir werden das hier auch hin und wieder noch einmal vertiefen. Und dann verstehen wir, dass das das Ziel der Erde ist. Und wir brauchen leider solche Krisen, damit wir jetzt merken, hoppla, diese Wirtschaft, da läuft was schief. Das ist Egoismus, das ist purer Egoismus, das ist nicht Liebe, das ist nicht Brüderlichkeit. Also ich verwende bewusst diesen Begriff und nicht Geschwisterlichkeit, weil das einfach nicht passt. Hat seine Gründe, vielleicht auch bei Gelegenheit mal erklären. Brüderlichkeit ist ein Ausdruck der Liebe und das bedeutet, in der Wirtschaft müssen wir einen Wandel vollziehen. Und was ist besser geeignet als diese Krise jetzt, dass wir merken, hoppla, wir müssen in der Wirtschaft etwas wandeln in Richtung Brüderlichkeit und das heißt gerechtes Einkommen und das heißt Liebe. Das heißt, den anderen wahrnehmen und zu schauen, was der andere braucht. Wir werden übrigens in den nächsten Wochen, werden wir Videos auch hier veröffentlichen. In der Reihe Begegnungen mit Davide Zavatti, unserem Cellisten. Wir haben hier mit ihm Gespräche aufgezeichnet. Und da werdet ihr auch sehen, welche Rolle die Kunst, die Musik in Zukunft spielen wird für das Thema Liebe. Das wird sehr spannend. Schaut euch diese Videos an mit Davide über das Thema auch Liebe und die Verbindung zur Musik. Dann sehen wir Musik und Kunst, dass hier unsere ganze Aufgabe sein wird, Liebe zu entwickeln. Und dazu muss ich diese Widersacherkräfte haben, die mich aufrufen, dass wir merken, das, was im Moment läuft, wollen wir nicht. Was wollen wir? Ja, dann müssen wir das andere suchen. Wie schaut das Neue aus? Wie schaut die Zukunft aus? Wir sind im Moment dazu gefordert und dann kommen wir eben zu diesem Thema soziale Dreigliederung. Und auch den neuen Lehrgang, den wir anbieten,
geistreich denken, menschlich handeln, wo wir jetzt das erste Mal aufgrund dieser Krise ja die soziale Dreigliederung in einem Videolehrgang bearbeiten, weil dieses Wissen absolut notwendig ist im Moment. Und da haben wir jetzt die Chance, wenn wir dann miteinander viele, viele Menschen mal sich damit beschäftigen, dass wir dann eine Ahnung bekommen und das Wissen und die Möglichkeiten, wie muss denn unsere Wirtschaft in der Zukunft sein, wie muss die Politik sein. Jetzt haben wir eine Riesenchance. Und deshalb auch hier mein Appell, wirklich, wir haben diesen Lehrgang Geistreich Denken, Menschlich Leben, zwei Lehrgänge in einem jetzt ja ab November geht er los, bucht den einfach, macht den mit und beschäftigt euch mit dem Wissen der sozialen Dreigliederung, weil das ist das Ziel des Weltenplans, das ist eindeutig. Und das muss offensichtlich im Moment von uns kommen und die Frage, ob scheitert oder nicht, liegt an uns. Ich würde nicht die Frage stellen, kann er scheitern oder nicht, sondern was will ich tun, dass er nicht scheitert? Stellt jeder von euch sich die ehrliche Frage, wozu bin ich bereit, etwas zu tun, dass er nicht scheitert? Das ist für mich die einzig sinnvolle Frage. Immer die Frage, auch immer wieder diese Negativbotschaft, was kommt jetzt und Impfen und Massenimpfung und all diese Dinge. Immer wieder sagen, wie ist es, wenn es nicht kommt? Also was sollten wir uns positiv erdenken? Und nicht ständig die Negativbotschaft im Kopf haben, was jetzt alles kommt. Ihr wisst doch das alles selber mit der selbsterfüllenden Prophezeiung. Hört auf, immer an das Negative zu denken, sondern schafft positive Zukunftskräfte. Und entscheidet, etwas dafür zu tun, Leute. Ja, Kraftwerk Mensch haben wir gegründet für all die Menschen, die was tun wollen und sagen, ich bin bereit, meinen Beitrag zu leisten. Das meine ich. Dann stellt sich die Frage nicht, ob der Weltenplan scheitert oder nicht, weil dann sorgen wir dafür, dass er nicht scheitert. Ich muss nicht die Frage stellen, ob er scheitert, ob jemand eingreift, sondern was will ich tun, damit er erfüllt wird. Ich würde gar nicht mal sagen, nicht scheitert, sondern dass er erfüllt wird. Ist jeder von uns gemeint? Heike, ja, Schuld und Sühne, speziell in der Kirche, wie genau ist das zu verstehen? Vielen Dank. Ja, liebe Heike, das sind Dinge, die haben sich in den letzten Jahrhunderten eingeschlichen. Schuld und Sühne. Vielleicht ist es gut, dort die Priester selber zu fragen, was sie darunter verstehen. Und aus der Geisteswissenschaft, wenn du Geisteswissenschaft studierst, gerade auch das spirituelle Christentum oder Heimlehrgang Anthroposophie kompakt, wir reden ja nicht von Schuld, sondern wir reden von Karma. Das heißt, wir wissen, dass jede Handlung, die jetzt andere geschadet hat, in irgendeiner Form einen Ausgleich finden muss im Kosmos. Ja, das heißt, es wird von den geistigen Hierarchien dafür gesorgt, dass hier eine, ich sage es jetzt mal wirklich bewusst, so eine positive Entwicklung entsteht, ein Ausgleich, das die gesamte Menschheit voranbringt. Das ist Karma, das Schicksalsgesetz. Und da spricht man nicht von Schuld und Sühne, sondern was braucht der Mensch als Ausgleich, damit er sozusagen, wir haben gerade dieses Seminar auch hinter uns, auch da gibt es ja Lehrhefte oder wenn ihr diesen Anthroposophie-Kompakt-Lehrgang mitmacht oder jetzt eben den Online-Lehrgang Anthroposophie, da wird Karma drin vorkommen, dass wir Karma richtig verstehen, dass Karma eine Gesetzmäßigkeit ist, dass wir im nächsten Leben wieder einen Ausgleich schaffen können, wie wir das vorhin hatten mit den Gedanken, dass wir das selber in Ordnung bringen. Und wir hatten gerade eine sehr schönes Seminar darüber, wo auch immer wieder die Leute ganz andere Fragen stellen, wo wir dann drauf gekommen sind, es geht um Ordnung schaffen. Wir haben etwas in Unordnung gebracht, wir müssen es wieder aufräumen. Und das sind dann die Fragen, die dann auch immer gestellt werden, warum geschieht mir das im Leben? Ne?